Oh. Nein. Ja. Oh. Nein. Ja. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Fable Anniversary. Eine weiteren Runde. Und, ja, wir sind immer noch in Not Hot Late. Und ich übersteuere immer noch extremst. Es tut mir leid, ich versuche ein bisschen... Moment, ich gehe mal das Mikro ein bisschen weg. Ja, so ein kleines bisschen dürfte ein bisschen besser reinreichen. So, unsere nächste Mission, unsere nächste Quest ist leider, und ich habe überhaupt keinen Bock drauf, die Arena. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen müssen wir gucken, dass wir uns da irgendwie, oh, dieser Schreibtischstuhl, ne? Ich brauche ganz dringend einen Schreibtischstuhl. Oh, das ist so widerlich. Ich darf mich echt nicht bewegen, ne? Okay, ja, eigentlich bleibt uns nichts anderes übrig, außer die Arena zu machen. Allerdings will ich ganz gerne erst vorher die Dämonentür da hinten geöffnet haben. Das wäre mir schon ganz lieb, tatsächlich. Der Typ hat doch Waffen, oder? Ja, machen wir mal ein besonderes Angebot, mein Freund. So, wir haben aktuell den hier. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel Schaden er braucht. Wir könnten die Theorie... Könnte man die verkaufen? Warte mal. Nein, ich guck mal kurz. Warte. Den könnte man verkaufen. Will man 24 kriegen. Er läuft. Okay, den können wir nicht verkaufen. Alles klar. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie man hier... Vor allem, ich finde es geil, weil es ist ja Unwetter und alles mögliche, aber Regen nicht zu sehen. Ich frage mich, wie das hier nochmal geht. Ob man in der Gilde irgendwie vorher was machen muss? Ich weiß es gerade nicht. Oha, wie viele Herzen. Ich versuche mal kurz was. Da. Wobei, wir haben schon einen starken Bogen. Falsche Taste. Da habe ich schon wieder einen Tag nicht gespielt, weißt du? Dann drücke ich schon wieder die falsche Taste. Das soll stärken. Ja, gut. Ich hätte sein können, dass es was besser ist. Wir können leider echt nur diese dämliche Arena-Quest machen gerade, ne? Ich will die Arena aber nicht machen. Zumindest jetzt noch nicht. Ich meine, wir sind gerade mal bei Folge 17. Ja, also ich habe mal geguckt, also ich habe 8,5 Stunden haben wir schon gespielt, ne? 8,5 Stunden. Innerhalb von 16 Folgen. Ja gut, die gehen auch etwas länger. Als die erste Aufnahmesession tatsächlich. Ja, wo geht's denn hier hin? Ach, da ist eine Truhe, ja, leck mir am Arsch. Die damaligen Folgen gingen ja gerade mal knapp 20 Minuten. Und da habe ich 16 Folgen gebraucht und ich bin gerade mal bis Zwillingslinks gekommen. Smaragd. Okay, das hat sich so gelohnt. Kann man hier graben? Nein. Also ja, graben können wir hier schon, aber wir werden nichts finden. Wir haben wohl oder übel keine andere Wahl, als tatsächlich mit der Rüstung oder der Ausrüstung, die wir gerade haben, die Arena zu bestreiten. Und das ist ehrlich gesagt eher aus meiner Sicht kontraproduktiv. Wir würden die Arena wahrscheinlich relativ gut durchstehen. Aber... ich weiß nicht. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Man merkt ja gerade, glaube ich, dass ich ein bisschen rumreihe, ne? Parfüm, weg. Rote Rose, weg. Pralinen. Oh, leck mir mal, ich kaufe. Nein, oh, verdammte Scheiße. Oh, bin ich froh. Gut, wir haben jetzt nicht wirklich Verlust gemacht, aber auch keinen wirklichen Gewinn. Ich heule gerade. So eine Scheiße. Mann, dieses System hier ist total kacke. Komm, Tofu. Knusperhündchen. Nein. Okay. Ja, die Arena ist genau das Richtige für uns.
Ich will nicht, aber ich werde wahrscheinlich müssen. Gibt's dann echt nichts anderes? Gibt's dann echt nichts anderes, was wir machen können? Außer diese ganzen Kleinigkeiten, die uns irgendwie gar nichts bringen, tatsächlich. Die Arena werde ich höchstwahrscheinlich sowieso in 2 Folgen Minimum einteilen müssen. Die Arena geht nämlich ziemlich lang, tatsächlich. Und müssen uns vorher noch gut ausrüsten. Übrigens, da, ich hatte mal in die 12. Folge reingeguckt, ne? Da ist mal ein kleiner Fehler, mal wieder ein kleiner Fehler passiert. Und zwar sagte ich ja, dass die Folgen 6 bis 11 in HD aufgezeichnet wurden. So, aber dass ab Folge 12 dann auch wieder alles in HD aufgezeichnet wird. Ja, ich meinte Full HD. Ich glaube, das habe ich irgendwann später nochmal erwähnt, aber ich denke mal, ihr wisst, was gemeint war. Wo ich das gehört habe, ich gedacht erstmal, ja, läuft. Ja, läuft, Junge. Vielleicht können wir mit dem Armbrust, der hier irgendwas mehr reißen? Meisterlangbogen wäre natürlich viel geiler. Aber was hat der für eigentlich für Sachen hier? Ja, gut, wir bräuchten eigentlich klamottenmäßig, brauchen wir eigentlich gar nichts tatsächlich. Wir haben natürlich den hier jetzt, ne? Ne, ich bleib beim Bogen. Armbrust dauert viel zu lange. Was hast du? Ihr seid unüberzeugt. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten. Ah, Tätowierer. Das ist auf der Brust, ne? Rücken. Ich will lieber, wenn wir eine Rückentätowierung noch haben, aber. Ja, Brust. Oder haben wir irgendwas Kleines für die Brust? Das wäre es für die weibliche Fraktion eher. Tatsächlich gibt es ein paar, weil die haben so ein paar Frauen, die so eine Tätowierung haben. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet. Es ist verdammt laut auf den Ohren tatsächlich gerade. Na toll, schon wieder einer. Au. Ach Mann, ich hasse Belverina irgendwie. Die sollten mal süß sein. Autsch, ich muss mich gerade am Kopf kratzen. Ich habe die Kontrolle diesmal unterm Tisch tatsächlich. Damit das Geklacke nicht so zu hören ist. Allerdings brauche ich natürlich länger, um meinen Kopf zu kommen. Um mich zu kratzen. Kann man da angeln? Nein. Ja! Okay, wir müssen jetzt natürlich geradeaus. Gibt es nicht irgendwas, wo ich hier was anderes machen kann? Aber wir sind 3 Händler. Ach, kommt drauf, gefällt. Komm, scheiß drauf. Wir gehen jetzt in die Arena. Wir werden ja zwar wahrscheinlich voll aus dem Maul kriegen, aber was soll's. Ich hoffe, dass das Sound, also dass ich jetzt ein bisschen besser bin. Ich bin nicht mehr ganz so nah am Mikro. Ich bin zwar ein bisschen zwischenzeitlich im roten Bereich, aber jetzt nicht so extrem wie vorher. Ah, Titelhändler. Sehr gut. Kommt mir gerade genau legen. Sensenmann, Todbringer, Pilger, Gladiator, Pfeilaustrickser. Wow. Nee. Gefällt mir Ranger besser. Mehr? Ich weiß, ich komme direkt aus Hochmeer. Die besten Kämpfer kommen von der Hookküste. Weißt, ich hörte, dass Schatten gekämpft hat. Er ist der Beste. Wie könnt ihr den Narren unterstützen? Kommt ihr als Zuschauer oder als Teilnehmer? Als deine Mutter. Teilnehmer, hä?
Dann braucht ihr eine Nominierung der Gilde, wie jeder andere auch. No, okay, ich hab, ja. Ihr habt schon so einen Teil? Entschuldigung, ihr könnt jederzeit reingehen. Vielen, vielen Dank. Seid ihr jetzt bereit, in die Arena zu gehen? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe keine andere Wahl. Die anderen ganzen Nebenquests, wir haben keine anderen Nebenquests mehr, außer immer diese Sammelsachen. Und ganz ehrlich, da habe ich jetzt aktuell keine Lust drauf. Die machen wir sowieso früher oder später. Gruselig, wird von meinen Fischen beobachtet, zumindest von einem. Der andere frisst gerade die Scheibe auf. Gut, ja, wir gehen in die Arena. Hier entlang, bitte. Danke. Questbeginn. Geht zur Arena im Witchwood und nehmt am Wettkampf teil. Bekannter 2000. Nur. Eigentlich schon ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Die weltweit bekannte Arena aus Albion oder in Albion und nur 2000. Willkommen in der Heldenhalle. Bitte folgt mir. Ich bringe euch zum Arena-Vorbereitungsbereich. Die Leute haben keine Ahnung von der Geschichte dieses Orts. Die ersten Helden der Arena, Vermächtnis unseres Landes. Kümmert das wen? Nein. Die Leute wollen keine Geschichte. Die wollen die Helden von heute. Jede Ära braucht wohl ihre eigenen Helden. Hm, wie tiefsinnig. Ihr könnt mich gern zitieren. Der Bekanntheit. Mann, ich hasse es, wenn Sequenzen anfangen, während ich gerade rede. Willkommen in der Witchwood Arena. Zuerst etwas Grundsätzliches. Erstens, ihr müsst eure Aggressionen auf die Arena als solche beschränken. Wer seine Rivalen hier drinnen aufschlitzen will, bekommt Ärger. Ihr seid gewarnt worden. Zweitens, der Weg raus. Ihr könnt nach einer Runde aus der Arena, nicht während einer. Ross, da draußen wird's echt ungemütlich. Alles klar, ihr da. Chamäleon, ihr kennt das alles schon. Geht zur ersten Runde raus und macht die Leute glücklich. Kein Problem. Das wird einfach. Okay, wenn ihr an der Reihe seid, rufe ich euren Namen und ihr betretet die Arena durch dieselbe Tür wie unser Freund Chamäleon eben. In der Arena selbst kämpft ihr gegen Gegner aus ganz Albion. Für jede Gruppe Kreaturen, die ihr besiegt, erhaltet ihr Preisgeld und es steigt in der nächsten Runde. Ziel ist, so lange wie möglich durchzuhalten, um viel Gold zu verdienen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, um zu schlafen oder Tränke und Ausrüstung zu kaufen. Aber wenn ihr das macht, ist euer Preis für die nächste Runde null. Schlimmer noch, die Menge wird euch für einen Weichling halten. Wahre Helden gehen raus und bleiben da. Ob ihr ausruht oder nicht, der Arena-Bonuspreis, den Messer Jack persönlich vergibt, geht an den, der jede einzelne Runde überlebt. Also geht raus, nutzt eure Fertigkeiten, seht zu, dass ihr der Menge gefällt. Wenn ihr sterben müsst, sterbt tapfer. Die anderen warten, bis sie dran sind. Klingt das sehr ermutigend. Ein Attentäter, was war denn mit dem? Mal reden mit dem. Entschuldigt, dass ich euch nicht vorstelle, das Stadion ist voll, die wollen Taten sehen. Ich bin Ross, ich kümmere mich um alles hinter den Kulissen. Wenn ihr einen Rat zu den Arena-Kämpfen braucht, dann sprecht mit mir. Tu ich doch gerade. Tolle Sache! Komischer Typ. So, komm mal, Glücksspielmann. Okay, das heißt also, kurz erklärt, wir sollten am besten komplett draußen bleiben. Jede einzelne Runde. Was ist das denn? Also jede einzelne Runde draußen bleiben, damit wir auch, ja, auch gewinnen. Beziehungsweise, damit die Menge uns liebt. So, gucken, was hat der hier so? Das heißt, wir sollten uns vorher gut eindecken. Okay, hier haben wir... Warte mal. Oh, hier hätten wir aber eine richtige Menge Kohle losgelassen, tatsächlich, wenn wir uns die Sachen hier geholt hätten. Gut, dass wir es nicht getan haben. Warte, was hat der für einen Helm? Ach so. Stahlang, gut. Keine Waffe kann unsere aktuelle überbieten. Mann, dieser Meisterbogen hier. Gott. Oder warte mal. Ja, wenn ich mir so angucke, Obsidian Großschwert ist leider natürlich zu schwer. Das Meisterkatana, das wäre besser tatsächlich. Können wir uns aber nicht leisten. Der... Okay, diese Meister groß, diese schweren Waffen, die können wir, glaube ich, gar nicht... Die können wir gar nicht großartig schwingen tatsächlich.
Davon haben wir 19 im Besitz, davon haben wir 7 im Besitz. Davon haben wir 3. Kommen dann 10 draus. Wiederbelebungsfiole. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen, wenn wir aufpassen. Ne, komm, drauf gepfiffen. Die lassen wir mal sein. Können wir hier, den können wir verkaufen, ne? Ja, und tschüss. Ich gucke da tatsächlich gar nicht so auf Verlust oder so. Weil es ist mir im Endeffekt egal. Ich meine, wir haben auch gut so durchgeschlagen, deswegen. Gut, Tränke brauchen wir gar keine. Essen vielleicht. Rotes Fleisch. Haben wir 22 tatsächlich. Möhre. Fisch, ja, nee, komm. Ihr habt den weißen so. Valorin getötet. Die Arena ist genau das Richtige. Hab ich mich erschrocken von dem Typen da vorne. Nahrung, gut. Den Fisch, den packe ich mal dahin. Und Tofu packe ich mal dahin. Okay. Tolle Sache! Das heißt im Grunde eigentlich warten. Beziehungsweise. Ross? Schlechte Nachrichten. Chameleon ist tot. Was? Schon? Der Idiot. Genau, Leute. Anscheinend hat Chameleon nur 3 Runden durchgehalten, bis er vor 5000 Leuten wie ein Lämpchen starb. Wir brauchen einen neuen Freiwilligen. Neuling, ihr seht bereit aus. Los! Redet mit Alda am Tor. Er lässt euch in die Arena. Alda? Okay. L. Ich hätte die Übersetzung lieber in L geändert. Also mit L da. Aber gut, wir ziehen den Helm an. Einfach nur, weil es cool aussieht. Ich meine, es sind 5000 Leute. Das ist nicht das reine Energiestadion oder so. Aber was denn? Wow. Der glänzende Helm hat eine Gruselfaktor plus 10. Ja, leck mir am Arsch. Okay, wir haben nur den Kolben. Haben wir noch die Axt? Schade, dass wir keine 2 Waffen nehmen können, tatsächlich. Haben wir nur die... Puppenspielerkolben? Ach, den haben wir auch noch, stimmt ja. Und wer das Spitzhammer? Ja, wir müssen bei dem Kolben bleiben, tatsächlich. Der ist natürlich stärker. Mana-Verstärkung, gut. Das wird uns helfen. Ich muss gerade gähnen, Entschuldigung. Geht in die Arena. Den ganzen Tag nichts tun, ist anstrengend. Okay, ich glaube nicht, dass es sonderlich sicher ist. Ein riesen Riss da und ein Belverin. Ja, okay. Was haben wir hier drüben? Da ist nichts. Okay. Wer ist Elder? Das ist Elder? Ja, jetzt kann ich euch reinlassen. Seid ihr wirklich bereit? I'm ready for it. Seid ihr jetzt bereit, in die Arena zu gehen? Yes. I can. Also, I am. Ah, Runde 1. Die sagen immer, in der bekommen sie den größten Kick. In der ersten Runde den größten Kick kriegen? Okay, das ist merkwürdig. Kick. Der war echt gut, Al. Kick. Witzig. Seinem Chef in den Arsch kriechen. Okay. Boah, ich hoffe, die haben in der Arena nicht wirklich was geändert. Meine Damen und Herren, zu eurer Erbauung präsentiere ich Ranger. Berühmt für Quests wie Obstfarm und Bezwinger von Ex-Held Zwillingskling. Dieses hoffnungsvolle Jungtalent ist, wie alle anderen Herausforderer auch, auf den von Messer Jack selbst präsentierten Preis aus. Und wir starten die erste Runde. Ein alter Arena-Favorit. Ja, ich hoffe, ich war jetzt vorhin nicht die ganze Zeit gemutet. Aber ich habe ein bisschen Angst gehabt. Kommt schon, Wespen! 3, 2! Gut, Wespen sind kein Problem. Schön, dass diese eine einzige Stimme da voll raussticht. Au. Tötet die Wespen!
Wir hätten vielleicht vorher unsere Zauber noch verstärken sollen. Ranger, Ranger, drei, unser Mann! Es gibt nichts, zwei, was er nicht kann! Zwei, eins! Out. Ranger, Ranger, ah, die werden angezeigt, wie viele Gegner noch überbleiben. Cool. Ich glaube, das war damals nicht so. So ein Kampf bringt 100 Gold ein. Wow. Die nächste Runde ist 500 Gold wert. Euer Preisgeld steht bisher bei 100 Gold. Möchtet ihr weiter zur nächsten Runde? Ja, natürlich. Er mag neu in der Arena sein, aber die erste Runde hat er geschafft. Mal sehen, wie es ihm in der zweiten Runde ergeht. Ein Publikumsliebling wartet. Die grausamen, stinkenden Hobbs. Drei, Ranger, unser zwei, Mann. Es gibt nichts, das er eins. Los! Ich wollte gerade einen Hobbit-Witz machen, aber hab's lieber gelassen. Da kommt er. Au, au. Drei, zwei, eins, los! Ranger, Ranger, unser Mann, ich bin nicht, was er nicht kann. Ah, lass mich hier kurz raus. Okay, ist mir zu blöd hier gerade. Ich hasse Hobbs. Ich hasse die kleinen, stickenden, fiesen Hobbs hier. Deswegen gnadenlos hier drauf batten. Ja, die Alte geht mir überhaupt nicht auf den Sack gerade, ne? Ey. So. Immer erst die Zauberer loswerden. So. Ich will ein bisschen was ruhiger hier, tatsächlich. Weil es ist ziemlich laut hier. Und ich will hier nicht rumbrüllen. Drei, zwei, eins, los! Wo ist der nächste da hinten? Diese Fallen kann ich tatsächlich sogar auch für mich benutzen hier. Das ist echt cool. Oh. Ich glaube, ich hätte mehr Mana-Tricke kaufen sollen, oder? Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel Blutrauschschrei zu benutzen. Das sind 500 Gold dazu. 600 Gold bisher verdient. Und es warten weitere 1000 in der nächsten Runde. Na, immer her damit, mein Freund. Ja, wir bleiben natürlich. Meine Damen und Herren, die Teamrunden sind dran. Zwei Helden Seite an Seite, die zusammen ums Blut überleben. Die Aufstellung der Helden wurde eben noch geändert. Es ist die Schwester der Arena-Legende Donner. Applaus für Whisper! Also, werden die beiden gemeinsam die Belverine besiegen können? Drei, zwei, eins! Ranger, Ranger, und los! Dass auch die abhauen können, ey. Aber schön, dass ich wieder Whisper am Arsch habe hier. Ranger, Ranger, genau. Ignoriere Whisper einfach. Komm zu mir. Gib mir die Erfahrungspunkte, bitte. Ranger, Ranger,
Das war schwach. Und ich bin der Bauerntölpel hier, weißt du? Zwei! Komm schon! Eins! Ranger! Ich dachte, sie sagt. Bis zwar macht er gar nichts. So. So, den kann ich nicht killen gerade, weil ich kein Schwert habe. Ich könnte höchstens tot streicheln, aber naja. Ob das so effektiv ist? Sie hat einen Bellwurmin getötet, den ich vorher zerkloppt habe. Ja, danke, Whisper. Aber auch nur fast. Hui. Und ein Weißer. Ja. Komm her. Kamera? Danke. Nein, falscher. Button Flash noch mal unter dem Tisch. Die alte geht mir auf den Keks. Oh oh. Ich habe keine Mana-Spuren mehr. Okay, der weiße Bellwurm ist weg. Ui. Oh, meine Güte. Oh, die stellt sich dumm an. Oh, es sind zwei weiße Bellwurme. Alles klar. Gut. Hallo. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Niveau. Ich will mir mal verdammt. Weißen Bellwurmine sind echt heftig. Muss man gar nicht meinen. Na los. Aber ich mach dem auch nicht sonderlich viel Schaden. Einfach weil ich keine Silberverstärkung habe. Beide auch nicht auf den Essen gemacht, das ist nicht gut. Oder eine ist tot, cool. Gegen den baue ich mein Schild tatsächlich gar nicht. Ich habe mein Schild die ganze Zeit noch aktiv gehabt, das wusste ich gar nicht. Ich war jetzt damit. Wo ist denn Whisper hin? Ach da. Ach du blöde Kuh. Ja, Whisper hat gerade voll fett kassiert. Durch die eigene Falle. Also durch die Falle da. Krepier da endlich mal. Ranger, Ranger, unser Mann.
Haha. Boah, die Frau geht ja überhaupt nicht auf den Keks, ne? Was ist das denn überhaupt? Tut mir leid für die Ranger. Ranger ist unser Mann. Sorry dafür, ich kann da nichts gegen tun. Runde 3 von 8. Tolle Runde! 1000 Gold Belohnung! Wow! 1600 eingeheimt! Und für die nächste Runde stehen 2000 zu Gebot! Ja, leider müssen wir hier an dieser Stelle einen Cut machen, weil es ist schon soweit. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Fable Anniversary wieder, wenn es darum geht, den nächsten Runden dieser Arena zu überleben. Und ja, mal schauen, was für Gegner uns noch erwarten. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.